Willkommen zu einem weiteren Lifehack-Test und den hier kennt ihr bestimmt. Und zwar geht es darum, aus einer Wassermelone ganz schnell mit einem Handmixer eine super einfache Sommerbowle zu machen. Und weil wir das natürlich ein bisschen schmackhafter machen wollen, kommt auch noch ein bisschen Weinchen rein und Agavendicksaft, Zitrönchen. Aber was mich ja wirklich interessiert ist, geht das überhaupt? Weil jeder Pseudo-Lifehack-Tester testet das und bei jedem funktioniert es anscheinend. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht funktionieren wird. Aber hey, dafür bin ich ja da. Deswegen, los geht's. Lass uns ausprobieren, ob das klappt. So, erstmal brauchen wir ein Loch. Und ich mache das jetzt mal einfach hier so wahllos rein. Dün, 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 dün. Oh, da kommt schon die Suppe raus. So, jetzt habe ich hier so ein Quadrat reingemacht. Wie kriege ich das jetzt hier raus? Wahrscheinlich irgendwie so. Oh, ja, geht gut. So, Loch wäre schon mal geschafft. Ich glaube nur, das ist ein bisschen zu klein. Nö, geht. Gut. Ich habe Angst, dass sich die dich gleich so dreht. Nein, das brennt durch. Okay, oh. Okay, also Versuch Nummer 1 ist gescheitert. Das macht aber nichts. Wir versuchen es nochmal. Ja, so kann man die auch schneiden, ne? Lecker. Hm. Oh, cool. Ich mache jetzt mal hier so ein bisschen klein mit dem Messer schon mal grob, damit der Mixer hier besser durchkommt. Vielleicht hilft das ja. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Nummer kleiner. Ich nehme hier nochmal so ein Stück raus. Ab dafür. Oh, 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 oh. Okay, guck mal, da ist so eine schaumige Schicht. Ich versuche jetzt halt hier irgendwie an jede Ecke zu kommen, weil es kann ja auch nicht sein, dass wir die halbe Wassermelone da jetzt noch drin haben und nur die andere Hälfte verflüssigt ist. Ich mache mal ein bisschen mehr Power. Komm mir vor wie so ein Tischler oder so. Ich mauer mir hier gerade irgendwie was zurecht. So, ich gehe mal hier einmal raus. Ich glaube nicht, dass das jetzt so richtig flüssig ist, aber es sieht schon mal ganz in Ordnung aus. Also ich habe jetzt versucht, in jede Ecke zu kommen. Es ist flüssig, aber es ist sehr dickflüssig, wenn man mal so mit dem Finger reingeht. Also sonst ist es wie wenn man Orangensaft macht aus ganz frischen Orangen und das ganze Fruchtfleisch auch noch mit drin hat. Also so richtig dickflüssig. Ich will jetzt wissen, ob das Ganze wirklich so sinnvoll ist. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal, wie viel ich jetzt hier quasi rauskriege und ob sich das nicht eher gelohnt hätte, die zu schälen und in den Mixer zu schmeißen. Deswegen. Oh! Oh, 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 okay. Es ist mehr als gedacht. Also es ist auf jeden Fall mehr als ein Liter. Holy moly, fuck. Okay, warte, ich habe da drüben noch einen Container im Regal. Jetzt wollte ich es genau wissen. Aha, es ist zwar super viel, aber hier ist ja noch die Hälfte quasi drin, der Hälfte. Man kriegt zwei Drittel vielleicht, wenn überhaupt. Und ein Drittel hängt hier noch drin. Also es ist schon extrem cool, aber es ist eine riesige Sauerei. Und man kriegt nie alles raus. Also wenn ich eine Melonenbowle machen sollte und die in der Melone servieren wollen würde, dann würde ich das machen wie bei einem Kürbis. Dann würde ich die komplett einmal aufschneiden, aushöhlen, das in den Mixer packen mit meinen Getränken und das dann da wieder reinschütten. Bin nicht so der Fan von Verschwendung. Deswegen finde ich das jetzt persönlich nicht so toll. Aber es hat ja schon funktioniert in irgendeiner Hinsicht. Also bewerte ich überhaupt die Lifehacks noch? Ich fülle jetzt mal eine gute Portion Wein rein. Und damit das schön süß ist, ordentlich Agavendicksaft. Und für die spritzige Note noch ein Spritzer Zitrone, weil wir sind ja so frei. So, ihr kennt meine Umrührmethoden mit Nudeln, mit Messern. Hauptsache nicht mit Löffeln. Jawohl, zum Wohl. Mal gucken, ob das schmeckt. Bin gespannt. Es ist echt lecker. Also wenn ihr, das ist echt lecker. Mein Gott. Trinken vor der Kamera. Das darf man eigentlich nicht. Also nur so zum Mischverhältnis. Ihr habt ja gesehen, wie viel hier, das ist ein Liter, wie viel da drauf war. Wieso? Der Wein wirkt schon. Wie viel Wein ich da so reingepackt habe, schmeckt sehr gut so. Ja. Tschüss. Viel Spaß beim Nachmelonieren.